Der österreichische Kanzler Karl Nehammer übt wegen des geplanten Ölembargos gegen Russland Kritik an der EU-Kommission. Damit schlägt sich Nehammer auf die Seite von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Ich bin sehr erstaunt darüber, welchen Weg die Kommission gewählt hat, um dieses schwierige Thema tatsächlich für einen Rat vorzubereiten, sagte der konservative Politiker am Montag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. Normalerweise verhandelt man mit den Gesprächspartnern, bevor man das Ergebnis verkündet. In diesem Fall habe die Brüsseler Behörde jedoch einen anderen Weg gewählt und somit eine intensive Diskussion auf europäischer Ebene ausgelöst. Es müsse für die Länder, die von russischem Erdöl abhängig sind, möglich sein, die Sanktionen mitzutragen, betonte Nehammer. Wenn dies nicht gegeben sei, dann wäre ein Ölembargo seiner Meinung nach falsch. Allerdings gehe er davon aus, dass man den Sorgen Rechnung tragen wird und dann auch zu einem Ergebnis kommt. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat die EU 5 Sanktionspakete gegen Russland verhängt. Den Vorschlag für ein 6. Paket inklusive Ölembargo hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang Mai im Europaparlament präsentiert. Ähnlich wie Nehammer äußerte sich auch Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Er gab der EU-Kommission für den seit Wochen anhaltenden Streit die Schuld. Diese habe unverantwortlich gehandelt, indem sie Energiesanktionen vorgeschlagen habe, die zuvor nicht vernünftig mit den EU-Staaten verhandelt worden seien, sagte Orbán am Montag.